und herzlich willkommen hier auf Microhazard TV. Ich bin der Bio und begrüße euch ganz herzlich zusammen mit natürlich Ice Lady. Genau, Ice Lady, also in dem Fall eher Ice Dragon, aber der Charakter da weiblich diesmal Ice Lady, vom Namen her zumindest. Genau, so, Kenner werden es wahrscheinlich schon erkannt haben, denn wir spielen hier Terraria. Habe ich es richtig ausgesagt? Terraria, genau. Terraria, würde ich auch so sagen. Ist ein Crafting-Survival-Spiel, was wir eigentlich gar nicht mehr so zocken wollten. Aber wir haben jetzt Bock drauf. Es gibt aktuell keine richtige Simulation mehr. Und da wir jetzt nicht immer nur noch den Landwirtschaftssimulator spielen wollen, wir auch mal ein bisschen Verlangen so nach anderen Spielen haben. Wir müssen jetzt aber im Intro schon so ein bisschen anfangen hier zu machen, weil es wird bald dunkel und also wahrscheinlich wird es bald dunkel und wir wollen hier nicht unbedingt dann noch draußen sein. Nee, nicht wirklich. Terraria ist ein relativ kleines Spiel, war jetzt aktuell im Angebot gewesen. Deswegen hat er auch zugeschlagen für 2,49 oder sowas, wenn mich jetzt nicht täuscht, ne? Ja, kann sein. Wollen wir gleich hier das Haus bauen in der Mitte hier, wo ich mich jetzt freigeschlagen habe? Ja, oder? Würde ich jetzt machen, ja. Häschen, du musst weggehen. Wenn ich kill's halt. Nein, ich will das Häschen nicht killen. Ja, das, wie gesagt, ist ein Crafting-Spiel, so à la, ja, Minecraft kann man sagen, ne? Halt bloß von der 2D-Ansicht. Mach mal den Haus, den Baum da weg, ne? Dann können wir hier oben irgendwie anfangen auf dem Podest, okay. Mit dem die Tür haben. So, ich baue mal, ja? Du baust, genau. Ich werde hier das Glibber hier machen, weil wir werden ja noch Licht brauchen. Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben das gestern schon wirklich ein paar Stunden gespielt. Also ich glaube, es waren bestimmt 5-6 Stunden gewesen, die wir das gespielt haben. Das waren gut 5 Stunden, ja. Und Ice Dragon ist ja so einer gewesen, der hat gesagt, nee, das gefällt ihm nicht mit der ganzen 2D und der Grafik und so. Jetzt mittlerweile sagt er, doch, das hat noch irgendwas, das hat irgendwo, hat's was, ne? Ja. Hat auf jeden Fall was. Ja, finde ich auch und deswegen haben wir halt jetzt hier bei uns drin, ne? So. Ja, das ist zu hoch. Brauchen wir gleich ein bisschen größer, ne? Weil wir haben ja später. Ja, machst du hinten bis zu dem Podest da wieder. Okay. Also bis auf den Podest rauf, er kommt auf den Podest wieder die Tür hin. Ja, muss ich jetzt gucken hier, weil jetzt kriegen wir jetzt aktuell Kinder ran hier. So, machen wir genau. Gemeinschaftsarbeit. So, jetzt brauchen wir erstmal eine Werkbank, ne? Soll ich einer machen? Ja. Aber ich sehe die jetzt zwar nicht, aber ich stelle die einfach mal hier irgendwo hin. So, Werkbank. Genau. Mach mal eine Tür, ja. Ja, ich mach auch eine. Dann machst du eine, ich eine. Genau, jeder eine. So. Zack. So, Türen sind schon mal drin. Genau, jetzt brauchen wir ein bisschen die Rückwände. Bin schon dabei. So, Tür ist drin. Ich werde mal noch eine Fackel zaubern. Zaubernde Fackel, ja. Ich zauber mal ein paar Rückwände. Ja, wie gesagt, das muss hier wirklich erst am Anfang relativ schnell gehen, weil wir werden dann nachts überflutet von irgendwelchen Monstern und haben wir nun wirklich gar keinen Bock drauf. Und wie gesagt, wir haben da gestern wirklich Stunden mit verbracht, weil das Spiel, das geht halt wirklich in die Tiefe, ne? Es geht jetzt halt nicht so in die Breite, das Spiel geht wirklich in die Tiefe. Und mit der Zeit wird das echt schwer, ne? Also wir haben da gestern, weiß ich, 5 Stunden gespielt gehabt. Und meinte dann der Astragon, ja, irgendwie geht so langsam die Luft raus, bis wir uns dann mal die Bilder angeguckt haben bei Steam, was da eigentlich noch alles auf uns wartet, ja? Das ist so der Wahnsinn. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen. Wir nehmen es jetzt bei uns hier im Projekt auf, bevor wir jetzt hier wirklich nur noch den Landwirtschaftssimulator zeigen. Zeigen wir jetzt halt auch noch mal ein paar andere Spiele. Wir werden es dann auch so machen, Ich habe jetzt vergessen, ein Fenster einzubauen. Willst du noch ein Fenster haben? Achso, siehst du, das müssten wir eigentlich nochmal rausfinden, wie man hier... wenn ihr das vielleicht wisst, wenn ihr Terraria gespielt habt, wie funktioniert denn das, dass wir jetzt hier im Hintergrund jetzt... Wir haben ja hier praktisch ja zwei Lagen. Wir haben ja einmal den Vordergrund, einmal den Hintergrund. Wie kann man jetzt im Hintergrund jetzt zum Beispiel die Sachen jetzt wieder rausnehmen, die der Ice Dragon da jetzt hinbaut? Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, müsste irgendwie gehen eigentlich. Eigentlich, ne? Schon, ja. Dann mach zu. Achso. Ja, ich... Hast nichts mehr. Ja, ich musste schon wieder nachproduzieren. Wir werden es auch wieder so machen, dass der Ice Dragon sich wieder eher so mit der Magie beschäftigt, ne? Ja. Boah, jetzt fehlt mir nur einer. Du sagst, ey. Ja. So, hier unten so zu. Rum. Jetzt ist dunkel geworden, jetzt ist zu hier drin. Seht ihr? Wenn es dunkel wird im Haus, dann ist definitiv zu.
Ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass es zu ist. So, wir müssen aber noch ein bisschen was machen. Das mache ich schnell. Wir brauchen noch einen Tisch und einen Stuhl. Richtig, bin ich gerade dabei. Damit Joe hier einziehen kann. Genau, weil wir haben hier nämlich auch noch NPCs, die hier jetzt wirklich noch einziehen. Aber dazu braucht ihr Minimum einen Stuhl, einen Tisch, Licht und einen abgeschlossenen Raum halt. Genau, 4 Wände. So, dann zieht derjenige also, dann auch ein. Wenn das, was wir jetzt haben quasi. Wenn wir jetzt mehrere bauen, also mehrere kleine Häuser jetzt bauen würden, dann würden halt nach und nach immer neue einziehen, wie zum Beispiel ein Händler kommt oder ja, alles sowas, ne? So, guck mal, und ich sehe hier was, guck mal hier. Das habe ich vorhin schon gesehen, als wir angefangen haben. Was ist denn das überhaupt? Ich weiß es nicht. Kupfererz. Ah, Kupfer. Ah, gut. Ist jetzt nicht so dramatisch. Wollen wir uns erstmal die Welt mal so ein Stück angucken, solange es noch hell ist? Ja, ich komm mal mit und drehen wir mal das erste Mal zusammen jetzt ein bisschen durch die Gegend. Ich meine, wir warte mal, ich mach mir mal einen Bogen. Ja, genau, das brauchst du, ja. Ich brauch ein bisschen Stein. Stein brauchen wir sowieso, wenn wir jetzt erstmal auch den Steinofen machen wollen, ne? Ja. Es wird jetzt eh dunkel schon. Um halt ein paar Erz abzubauen. Wird jetzt eh schon dunkel, ne? Echt, ja. Wir haben uns für eine kleine Welt entschieden. Wir hatten letzte Mal, wo wir jetzt gespielt hatten, eine große Welt gehabt. Und die große Welt ist wirklich groß. Heißt ja auch große Welt. Ja, aber dass sie so groß ist. So, man kann sich also gemütlich hier langlaufen gegebenenfalls. Ja, Sonnenblumen. Wir machen ein bisschen Licht im Dunkeln. Ja, da sind ein paar Sonnenblumen. Wie viel brauchen wir denn für den Ofen? Ich weiß es nicht. Wir brauchen wahrscheinlich auch ein Lagerfeuer, ne? Kann das sein erstmal dafür? Ah ne, ich verwechsel das jetzt gerade wieder mit einem anderen Spiel. Ja, kann sein. Also einen Ofen kann ich noch nicht machen. Habe ich wahrscheinlich noch zu wenig Dings für. Warte mal, ich mache einfach mal ein Lagerfeuer. Vielleicht ist es wirklich wegen dem Lagerfeuer, was gefehlt hat. Aber Lagerfeuer könnten wir sowieso gebrauchen, da war... Aber es ist nicht wegen dem Lagerfeuer. Zwecks so essenstechnisch, dass man ja hier auch schon... ESC, ganz klassisch, Öffnung war hier praktisch das Menü hier. Ah. Lagerfeuer drin oder draußen? Noch draußen. Lagerfeuer ist klassischerweise eigentlich draußen. So, jetzt wird's dunkel. Jetzt könnten wir überlegen, ob wir jetzt in die Tiefe buddeln, ne? Das hatten wir in den letzten jetzt auch so gemacht. Ich brauche erstmal einen Bogen. So. So, jetzt wird's das erste Mal dunkel und jetzt seht ihr mal, was wir meinen. Da kommen dann jetzt hier nachts Zombies und ja, irgendwelche fliegenden Augen. Du siehst eher aus wie ein Magier, soll ich dir das mal mitteilen? Ich sehe aus wie ein Magier? Nö. Ja, aber das ist eine Magier-Robe. Ja, das ist ja noch irgendwie. Jetzt. Obwohl, wir könnten schon mal was. Ich mache mal was anderes. Rüstung? Ja, ich werde schon mal erste Rüstung herstellen. Ja, ein bisschen was kann ich auch. Na, dann stell selber her. Ja, ich guck mal, was ich selber machen kann. Kriegt nicht alles zusammen. Oh, jetzt hat er hier echt ein Vieh reingeholt, ne? Oh, ist das ein Honk. So, einfach anwählen und dann können wir das hier einfach rüberziehen. So, und siehst du, jetzt sehe ich schon nicht mehr aus wie ein Magier. Du stehst ja hinter mir, sehe ich gerade schlecht. Hier, warte. Ja, du hast das. Bei dir hat es gereicht für eine komplette, ja. Jupp. Was brauchst du noch? Eine ganze Menge. Also ich kann dir alles nur herstellen. Ja, wir müssen nochmal zusätzlich entschuldigen, der Ice Dragon ist krank, noch immer. Ja. Ja, ja. Also ich bräuchte noch eine gute Ladung Holz auf jeden Fall. Weiß nicht, wie viel Holz du hast, aber. Oh, reichlich. Wie war das jetzt einfach dich. Nee, wie war das? Du musst das in der Hand nehmen, damit rechtsklick auf mich, hast du gesagt gestern. Nee, das geht nicht. Genau. Linksklick auf mich? Nee, das geht auch nicht, da kann ich nur zuhauen. Nee, nicht oben in der Hand nehmen, nicht über die 1 bis 0 Tasten, im Inventar in der Hand nehmen. Ach so, so meinst du? Ja. Ah, so, genau. Genau, so geht es. So, da kann ich auch bestimmte Anzahlen nehmen. Weiß ja nicht, wie viel du brauchst. 43 habe ich jetzt, warte mal. So, jetzt kann ich die Mütze noch machen auf jeden Fall. Die Schuhe kosten ja 25. 2 brauche ich noch. Was, 2? Ja. Dann kann ich einmal komplett machen. So, Pilze habe ich hier, Dreckblock habe ich hier, Steinblock so. Ich auch schon. Und Eicheln brauchen wir, um später wieder Bäume setzen zu können.
Genau, ich habe ja schon wieder 16 im Inventar. Ja, ich habe jetzt auch 21. Also von daher. Also das ist später alles überhaupt kein Problem, das sammelt ja alles zu Unmengen ein. So, draußen ist dunkel. Ist also gerade ungünstig rauszugehen. Warum rennt Joe eigentlich draußen rum? Keine Ahnung. Der Langeweile? Wahrscheinlich. Hast du auch Langeweile? Ja. Bisschen üben quasi, ja. Richtig. Ja, ich will mit meinem Schwert nur ungern und ich hab Pfeile habe ich nicht. Hat zwar einen Bogen, aber keine Pfeile. Ich hatte mir jetzt schon ein neues gebaut gehabt. Ich habe nur mein Kupferschwert. Komm runter. Ja, musst du springen. Das ist nur Geld kassieren. Jawoll. Da hinten sind, wie gesagt, Sonnenblumen. Die machen natürlich ein bisschen Licht, ne? Ganz praktischerweise. Und sogar ganz viele Sonnenblumen. Ist ja geil. Meiner. Das ist meiner. Der Bio kann es nicht lassen, ne? Ja, also wir haben uns auch so gesagt, wir spielen ganz normal, so wie wir jetzt spielen würden. Ich meine, nachts wäre jetzt eigentlich immer so, dass wir jetzt sagen, wir versuchen uns da irgendwie immer zu... Holzpfeil habe ich. Ja, wollen wir denn nach unten bauen, oder wie? Inwiefern nach unten bauen? Nein, jetzt hier runter. Dass wir jetzt hier einfach noch so eine kleine Etage jetzt hier unten einbauen. Ich meine, ich habe noch Holz. So wie bei gestern bei unserem Haus. Einen kleinen Kellerausgang, ja, meinst du? Genau. Das war da gestern gar nicht mal so verkehrt gewesen. Würde ich halt nicht hier hinten machen, weil ja. Hier hinten ist nämlich wegen dem Tisch jetzt. Na, fang an. Drei Felder brauchen wir eigentlich nur. Das reicht vollkommen aus. So, ja. Ja. Genau, müssen die Wände noch bearbeiten. So. Noch tiefer? Einmal. Ja, einmal. So. Da reicht das. Ja, du hast das Holz, ne? Ich hab keins. Ja, ja. Ich hab jetzt ein bisschen was eingesammelt vom Boden wegmachen, aber. Kann ich damit die Klappe schon machen? Ja. Ich baue mal gleich eine Klappe ein, ja. Mhm. Damit wir hier nicht mal rüberspringen müssen. Genau, die Klappe sagt, wir können hier schön rüberlaufen und können trotzdem einfach nach unten gehen. Genau. In die Kammer und einfach wieder hochspringen und bleiben wir wieder oben stehen. Ist so ein. Ja, ganz praktisch. Ja, dann bring doch zu Ende. Was? Ich meine hier halt alle. Ich wollte gerade sagen, ich hatte gar nichts gemacht. Joe. So, ist der Boden hier schon ausreichend bis. Aha. Ja, wir bräuchten eigentlich noch mehr Holz, ne? Kann ich hier leider nicht. Ich habe noch 139. Ja. Wir wollen es doch bestimmt nicht nur bei diesem kleinen Ding da unten lassen, oder? Nö, eigentlich nicht. Du musst halt nur weiterbauen. Ich würde dann alles damit Holz senden. Ich soll das aushacken, sagst du? Ja, genau. Sag das doch, dass ich das aushacken soll. So, du würdest dann einfach damit Holz einfach noch den Boden hin. Machen wir eine schöne Etage hier hin. Kommt man da noch hoch? Ja. Kommt eh noch eine Bodenebene drunter. Ja. Weil der Boden ist auch wieder Holz. Kannst du aber auch Stein nehmen, wenn du willst. Na, Stein habe ich nicht so viel. Aber okay, dann machen wir trotzdem Stein als Boden. Ach nee, so. Lass mal. Ja, okay. Da hinten kommt gleich Stein. Könnte man das ganze Fundament hier unten mit Stein machen. Optischen Unterschied machen quasi. Könnte man ein bisschen Licht gebrauchen. Ja, okay. So? Ja. So. So meinst du, ja? Ja, genau. So, bloß ja nicht alles, ne? Weil du willst ja bestimmt hier noch irgendwo den Kellerausgang machen. Genau. Ja.
Ja, wir werden es jetzt so machen, dass wir hier jetzt hier notfalls, wenn es jetzt wirklich nachts wird, weil es geht jetzt viel, viel unterirdisch, geht es. Ja. Und dass wir da nicht dann halt immer über die Oberfläche gehen müssen, sondern dass wir dann von unten uns dann praktisch den Nachteil ist natürlich, dass dann auch manchmal Viecher dann von unten kommen könnten. Aber es ist ja alles abgesichert mit Türen und so. Unten alle Tür einbauen. Oh, da haben wir gleich ein tiefes Loch. Wo? Da, wo du jetzt gerade stehst. Ich werde mal ein paar Fackeln machen noch. Ah, ich sehe schon, da ist ein bisschen... Bei mir ist ja dunkler, ich sehe aber nichts. Ja, deswegen ist es auch ganz praktisch, dass ich aufnehme. Ah, da muss ich immer aufpassen jetzt, dass ich jetzt hier nicht, So, Frage ist nur, wo soll ich denn jetzt hier eine Lampe hinsetzen? Ah, warte mal. Noch ist hell, noch hier, noch okay. Sehe ich alles. Ja, also du hättest noch zwei Spalten nach unten, dann würde das Loch... Ja, das hab ich gesehen. Okay. Das hab ich gesichtet. Würde ich jetzt hier drüben weitermachen? Ja, hier, zack. Genau, da kannst du schon weitermachen. Perfekt. So. Und hier kann dann direkt die Tür rein. Achso, was wir noch zusätzlich sagen könnten, ist, dass von Terraria kommen, also die Folgen kommen jetzt immer alle zwei Tage, ja. Ja. Denn wir haben nämlich noch ein anderes Projekt, was ebenfalls alle zwei Tage kommt, sodass sich das halt immer abwechselt jetzt. Also eine Folge Terraria und eine Folge dann dieses andere Spiel, was ihr dann morgen auf jeden Fall dann zu sehen bekommt. Und dann geht es halt immer so weiter und so weiter. Oh, ich guck mal, da ist ein Stern gelandet. Ja, wenn du es machst. Oh, es sind zwei Zombies. Dachte, ich kämpf mal mit. Jo, praktisch. Sterne können wir hier einsammeln. Dafür bekommen wir, wenn wir genug davon haben, kann sich der Ice Dragon hier so eine Mana-Sterne praktisch hier so... Ja, ich glaube, man kann noch mehr damit machen, aber... Ja, aktuell ja nicht, oder? Naja, ich weiß zumindest mehr aktuell nicht. Das heißt, wenn jetzt es nicht mehr gibt, ne? Wie gesagt, alle zwei Tage, also eine Folge von Terraria. Denn die Folge ist nämlich auch schon wieder zu Ende. Das ist der Wahnsinn. Wir haben noch nicht mehr viel geschafft, unsere Hütte hier zu bauen. Warte, ich brauche die Tür ein. Alles klar. So, sie ist fertig. Okay, wir sehen uns dann in zwei Tagen, oder also übermorgen sehen wir uns dann praktisch wieder hier zu Terraria. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt doch mal in den Kommentaren, wie euch das bis jetzt gefällt und ob ihr uns da weiterhin unterstützt. Und bis dahin sagen wir danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.